Pizza? Nicht schlecht für den Anfang. Was hast du denn für Krümel bekommen? Schau dir meinen Berg an. Sag, übertreib's mal nicht. Schau hierher. Wow. Oh, ich habe einen Mordshunger. Gib mal das Messer. Das gehört mir. Okay, dann schaffe ich's auch ohne Messer. Schon mal eine Pizzarolle gesehen? Mensch, schmeckt das lecker. So, geschafft. Jetzt bin ich dran. In meinem Fall brauche ich ein Messer. Aber das ist total stumpf. Gut, dass ich eine Kettensäge mit habe. Du machst mir Angst. Keine Panik. Ich will doch nur die Pizza schneiden. Oh, ihr italienischen Köche. Ihr seid echte Götter. Mal schauen. Das Messer werde ich sicher nicht gebrauchen. Ich esse sie einfach so. What? Das schmeckt tatsächlich herrlich. Ein wunderbarer Imbiss. Mit so einem Bauch passt du in keine Tür mehr. Ein Keks. What? Voll wenig. Das ist besser als gar nichts. Da hast du recht. Also dann... Ich liebe Oreos. Was sagst du zu meinem vielschichtigen und buntem Keks? Aha. Aber hier fehlt noch Milch. Yeah. Hm, die perfekte Kombination. Zeit herauszufinden, was sich in meiner kleinen Box befindet. Hä? Ich höre nichts. Aha. Schauen wir mal. Wow, oh, was für ein riesiger Keks. What? Wie hat man den nur da reingequetscht? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich will gleich alles probieren. Das hat mir gefallen. Wow. Hä? Wieso habt ihr Kaugummis und ich nicht? Ich habe auch kaum welche. Sorry, aber diesmal bin ich die Glückliche. Das kannst du laut sagen. Na gut, dann kau ich halt diesen hier. So schnell schaffe ich das nicht. Mh, wie lecker. Ich will mehr. Und jetzt pusten. Ist ja klasse. Meine Blase fliegt. Und was soll ich machen? Vielleicht versteckt sich ja mein Kaugummi irgendwo. Da ist er ja. Na, endlich habe ich ihn gefunden. Wow. Den muss ich dringend probieren. Mann, ist der schnell. Macht euch auf eine Megablase bereit. Du solltest so langsam Stopp machen. Wow! Ich kann dir übrigens dabei helfen. Oh nein, jetzt bin ich voller Kaugummi. Wir haben alle einen Hotdog? Seltsam. Soll das Senf sein? Lasst es uns herausfinden. Ich probiere ihn als Erste. Wünscht mir viel Glück. Hm, schmeckt gut. Wenn auch ein bisschen trocken. Hm. Aber mit ein bisschen Wasser ist das schon okay. Aha. Und nun seid ihr dran. Ich habe nichts dagegen. Aber erst kommt etwas Soße drauf. Aha. So scharf kann das noch nicht sein. Ich kipp gleich mehr drauf. Oh nein, ich glaube, ich hab's übertrieben. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Zack, du bist an der Reihe. Ich muss zugeben, ihr habt mir ein bisschen Angst gemacht.
Aber es gibt kein Zurück mehr, bis die Fetzen fliegen. Oh mein Gott, Hilfe! Halte durch, ich habe einen Feuerlöscher. Danke, Emma. Du hast mir das Leben gerettet. Gern geschehen. Das müssen Glotzer sein. Genau das sind sie. Schaut mal, wie viele ich hab. Wow! Denkt ihr, mir stehen rote Augen? Perfekt. Und wenn ich ein Pirat wäre? Ich würde sicher etwas so aussehen. Ich bin Emma, das rote Auge. Mensch, jetzt habe ich aber Hunger bekommen. Mission erfüllt. Das brauche ich nicht mehr. Dann bin ich jetzt dran. Sag, das hast du hier voll drauf. Na klar doch. Schnelligkeit und Genauigkeit sind meine Stärken. Und noch ein letzter Trick. Aha. Yeah, es hat geklappt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch schaffe. Aber ich habe einen anderen Plan. Aha. Ich helfe dir gerne. Mach den Mund schön weit auf. Sag, du triffst ja gar nicht. Wo bleibt deine Genauigkeit? Hier ist eindeutig was schiefgegangen. Was für nette Pfannkuchen. So schön goldig. Zu schade, dass ich sie wohl nicht probieren werde. Mach dir nichts draus, Emma. Du darfst uns gerne beim Essen zusehen. Na dann mal los. Und mit Schlagsahne schmecken die sicher noch besser. Sicher doch. Aber ich habe noch was Besseres. Okay. Schokotopping. Gute Idee. Lass mich deine Pfannkuchen übergießen. Ich hatte recht, das schmeckt fabelhaft. Was hältst du von einer anderen Soße? Von Tabasco zum Beispiel? Wo ist mein letzter Pfannkuchen geblieben? Oh nein, ist der scharf! Ich brenne! Was ist das? Das Glück ist auf meiner Seite. Sag, gib mir mal die Schlagsahne. Gerne doch. Super. Sag, ich brauche noch mehr Schlagsahne. Hey, so langsam übertreibst du es aber, oder? Ich werde dir eine Lektion erteilen. Was hältst du von ein bisschen Rasierschaum? Dankeschön, du bist ein wahrer Freund. Boah, wie eklig. Zu schade, dass es dir nicht gefallen hat. Tick-Tack, nicht schlecht. Einverstanden. Je mehr, desto besser. Lass es uns probieren. Aber ich habe nur ein einziges Stück. Lecker, aber viel zu wenig. Gut, dass ich mehr davon habe. Oh, mit verschiedenen Geschmäckern. Ich will gleich alles probieren. Gute Idee. Hey, ich halte auch mit. Macht mal Platz hier. Die sind so bunt. Sieht einfach klasse aus. Gib mir mehr davon, Jess. Los. Und jetzt probieren. Schaut mal, was ich kann.
Und noch ein letztes Stück. Das war's auch schon. Mensch, bist du ein Staubsauger. Jetzt habe ich einen super frischen Atem. Oh wow, das sieht ja interessant hier aus. Also, ich wünsche mir ein Sandwich, so eins. Das kann ich schaffen. Mal sehen, was ich hier habe. Bonbons? Wie soll ich daraus ein Sandwich machen? Ha, ich bin mir sicher, ich habe was Besseres. Was? Wie soll ich denn damit arbeiten? Und was hast du? Ich habe genau das Richtige. Hier kommt das Brot. Das muss ich toasten. Ich werf's nochmal. Wieso klappt das nicht? Na, komm schon. Und mit geschlossenen Augen? Na, jetzt mach doch. Wie auch immer. Ich leg die Dinge einfach rein. Starten und ein bisschen warten. Ah, das sind voll die scharfen Stacheln. Also, warte mal. Dich muss ich erstmal rasieren. Was sagst du dazu? Na also, so gefällst du mir mehr. Ah, jetzt bin ich selber mit Stacheln übersät. Oh. Das tut weh. Ich muss die loswerden. Okay. Na warte, das wirst du mir büßen. Erstmal in zwei Hälften schneiden. Na, wer ist hier jetzt stachelig? Ich steck dich in den Toaster. Jetzt mache ich mich an die Mango. Gut, dass ich weiß, wie man das Fruchtfleisch schnell und ohne Probleme rausbekommt. Jetzt muss ich nur noch die Zwiebel schneiden und die Chilischote. Was für ein Horror. Also, ich packe erstmal mein KitKat aus und toaste es. Jetzt brauche ich ein Kinderjoy. Oh, da ist ja sogar ein Spielzeug drin. Mal sehen. Oh, was für ein cooler Roboter. Bam, bam, bam. Der Roboter ist am Spielen. Ich muss den Käse in dünne Scheiben schneiden. Klasse, mein Toastbrot ist fertig. Jetzt kommt da Salat drüber, Schinken, Käse und wieder ein Stück Brot. Fertig. Wie lange soll ich noch warten? Menno. Ah, dieser Kaktus ist ja voll heiß. Der stinkt ja. Also einfach Mangopaste drüber, Zwiebelringe, ein bisschen Chili und eine Kaktusscheibe. Bio, bio, ouch. Was ist das denn für ein Geruch? Ah, meine Schokolade brennt. Ich muss sie sofort rausholen. Ist ja voll heiß. Also, die Kinder-Joy-Paste kommt rüber. Da noch ein paar Gummibärchen und wieder mein Schokoriegel. Guten Appetit. Was haben wir denn da? Das sieht nicht schlecht aus. Damit fange ich an. Sieht köstlich aus. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Und was ist das? Okay, ich riskier's mal. Nicht schlecht. Ist da etwa Chili drin? Das brennt ja. Ups, jetzt geht's mir besser. Menno, ich glaube, ich habe dieses Sandwich hier verbrannt. Das kann ich wohl nicht mehr retten. Also, dieses Sandwich hätte eh gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Werden wir was kochen? Also, ich wünsch mir so einen Lutscher am Stiel. Ah, das ist doch kinderleicht. Was haben wir hier? Brokkoli? Soll das so ernst sein? Wie soll ich denn daraus einen Lutscher machen? Da habe ich Pech gehabt. Und ich habe Sprite. Ich glaube, ich weiß auch schon, was ich damit anfangen werde. Ich habe Kaugummi. Wie soll ich denn daraus einen Lutscher machen? Also, zuerst gieße ich mein Sprite in einen Topf. Jetzt gebe ich da Zucker hinzu. Je mehr, desto besser.
Und jetzt blauen Farbstoff. Oh ja, das sieht toll aus. Jetzt anfeuern und kochen lassen. Der geht's auch nicht mehr gut. Ich werde was richtig Cooles machen. Ich nehme die Watte vom Wattestäbchen ab und tauche das Stäbchen ins Karamell. Irgendwie dauert das zu lange. Okay, Plan B. Das alles kommt auf einen Teller. Und jetzt mache ich selber eine Kugel daraus. Oh, Menno, das ist auch nach hinten losgegangen. Ah, ich habe eine Idee. Jetzt wird es auf jeden Fall klappen. Ich mache eine Kugel daraus und lege meinen Stiel rein. Perfekt! Ah, ich habe eine Idee. Obwohl, nein. Vielleicht... Genau! Ich nehme mir einen Kaugummi und mache eine Blase daraus. Das war zu klein. Ich brauche mehr Kaugummi dafür. Die ganze Packung. Jetzt mache ich eine große Blase. Aha, so ist gut. Wie soll ich sie festmachen? Ich brauche nur den Stiel davon. Fertig. Oh, wo ist die Blase hin? Ich habe dich noch gefangen. Fertig sind wir. Was soll ich denn machen? Ich habe eine Idee. Ich brauche eine Gartenschere. Na, Brokkoli, gleich werde ich dich klein schneiden. Nimm das! Oh Mann, ich bin müde. Ich glaube, dieser Stiel ist perfekt. Ich habe hier eine Sauerei angerichtet. Gleich räume ich das wieder auf. Sowas kann passieren. Wo soll ich das jetzt wegwerfen? Ups, einfach auf den Boden. Kann auch passieren. Hauptsache, mein Lutscher ist fertig. Wow, der ist ja riesig. Brokkoli-Kit. Und dieser Lutscher sieht genauso aus wie der, den ich mir gewünscht habe. Der schmeckt gut und sieht gut aus. Ist ja toll. Muss ich jetzt das hier probieren? Ich habe keine Lust drauf. Schmeckt gar nicht. Na, komm mal her, du Lutscher. Jetzt bin ich voller Kaugummi. Ist ja klebrig. Also, dieser blaue Lutscher hat gewonnen. Yeah, ich habe gewonnen. Habt ihr das gesehen? Ich habe gewonnen. Na, lass mal nachschauen, was uns erwartet. Also, seid ihr bereit? Diesmal wünsche ich mir ein paar Chips. Könnt ihr das schaffen? Ah, natürlich doch. Was haben wir da? Zwiebeln? Wieso krieg ich Zwiebeln? Und was hab ich? Schokolade. Ja, okay, hätte schlimmer sein können. Oh ja, ich hab Kartoffeln. Ja, ich kann mir echt nichts Besseres vorstellen, um Chips zu machen. Ich zeig euch gleich, wie man das schnell macht. Erstmal aufspießen und jetzt schälen. Habt ihr gesehen, wie einfach das geht? Oh, diese Zwiebel bringt mich jetzt schon zum Weinen. Dabei habe ich sie noch nicht einmal geschnitten. Oh, die stinkt ja. Einfach unglaublich. Oh, sag vielen Dank. Das ist so nett von dir. Hier, kannst du zurückhaben? Das sieht ja eklig aus. Okay, ich mache mich jetzt einfach meine Schokolade. Ah, ich habe eine Idee. Ich gebe sie einfach in einen Wasserkocher und lasse sie schmelzen. Was ist das denn für ein Geräusch? Ah, wieso kann ich die nicht durchschneiden? Blöde Kartoffel. Moment mal. Ich habe doch so ein extra Ding zum Kartoffelschneiden. Da kommt die Kartoffel rein und einmal durchdrehen. Fertig sind die perfekten Chips. Na, was habe ich gesagt? Jetzt muss ich sie nur noch mit Pfeffer und Salz bestreuen und ab in die Mikrowelle. Einschalten und abwarten.
Ich habe meine Fritteuse bereits vorbereitet. Jetzt kommt hier Mehl rein. Und hier ein bisschen Wasser. Ich tunke den Zwiebelring erstmal in Wasser, dann in Mehl. Und jetzt ab in die Fritteuse. Ah, dieses Öl greift mich an. Rettet mich. Okay, meine Schokolade ist eindeutig geschmolzen. Ah, ich habe mich verbrannt. Dass ich so eine Schüssel mit kaltem Wasser habe und ein bisschen Eis. Ein blöder Wasserkocher. Also, ich hole die Schokolade mit einer Zange raus. Ja, tatsächlich, sie ist geschmolzen. Jetzt muss ich eine Ecke abschneiden und die Schokomasse einfach ausdrücken. Und fertig ist das erste Chipsstück. Ist ja sicher lecker. Kommt auf den Teller. Wonach riecht das denn hier? Wow. Ja, dieser Geruch ist genau das Richtige. Die Chips sind perfekt geworden. Die serviere ich mit ein bisschen Ketchup. Ich glaube, meine Zwiebelringe sind auch fertig. Die kommen auf den Teller und ich wünsche dir guten Appetit. Wow, so viele verschiedene Chips. Womit soll ich anfangen? Mit dem Ketchup wahrscheinlich. Ist ja super. Das schmeckt genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt probiere ich diese Ringe hier. Jetzt habe ich einen Mundgeruch, der nach Zwiebeln stinkt. Nee, das ist zu blöd. Und jetzt probiere ich die hier. Die sehen ja toll aus. Probieren wir mal. Wow, das ist ja Schokolade. Wahnsinnig lecker. Wir haben auf jeden Fall einen Gewinner. Ja, ich habe endlich auch mal gewonnen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh. Dieses Eis sieht so appetitlich aus. Oh ja, und ich möchte es auch unbedingt probieren. Was ist schon toll an kaltem Eis? Scharfe Chili? Finde ich da viel besser. Oh. Aber hier fehlt noch etwas Schärfe. Mehr Pfeffer. Verzeihung. Mädels, könnt ihr nächstes Mal vorsichtiger sein? Na, endlich sind wir im Kino. Hey! Eintritt mit Essen ist untersagt. Gib das her. So also? Hier. Oh, meine Hand, sie brennt. Was ist los? Hilfe! Gut gemacht, Zack. Was habt ihr angerichtet? Ich bin total nass wegen euch. Ich glaube, er muss ein bisschen abgekühlt werden. Der Weg ist frei, Leute. Kommt! Ist das kalt? Ich glaube, ich habe mich hier erkältet. Emma, hab was vom Popcorn. Aua, meine Zähne. Oh, das Popcorn hat sich in Eis verwandelt. What? Ich habe seit einer Ewigkeit kein Popcorn mehr gegessen. Schmeckt ja seltsam. Schmeckt eher nach Kohle. Ich glaube, mit unserem Popcorn stimmt was nicht. Oh nein, wir haben ihn zu sehr gebraten. Meine Hand ist voller Asche. Glücklicherweise weiß ich, wie ich sie wieder sauber kriege. Oh, was machst du, Bella? Sowas macht man doch nicht. Das bedeutet Krieg. Emma, lade das Popcorn. Wir werden so einfach nicht aufgeben. Wir haben genug Kohle. Zack und Bella haben uns die Laune verdorben. Andy und Emma haben mich eingefroren.
Emma, das ist für dich. Alles Gute zum Geburtstag. Danke sehr. Zeit für unsere Überraschung. Oh. Lass die Torte schmücken. Gute Idee. Lass uns die Kerzen benutzen. So viel wie möglich. Ich zünde sie an. Ist ja schön. Lass uns feiern gehen. Emma, hallo. Hallihallo. Ist die Torte etwa für mich? Ich will die Kerzen ausblasen und mir was wünschen. Es klappt nicht. Ich versuche es noch einmal. Oh, Menno, Andy, hilf mir mal. Das machen wir zusammen. Wir frieren gleich wieder. Ups, ich glaube, mit denen stimmt was nicht. Oh, ist das heiß hier. Ich puste die Kerze aus. Das wird die Sache besser machen. Was treibst du? Wir erfrieren doch ohne die Kerze. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Mädels haben ein Problem. Sorry, ich pack das weg. Bella, mach dir nichts draus. Ich habe was Besseres für dich. Oh, ist das schön. Ein echter Feuerkristall. Oh. Aha. Ah, ich hab's vergessen. Ich hab auch eine Überraschung für dich. Ein Eiskristall. Wow! Oh Gott, er ist wunderbar. Du weißt, was mir Freude bereitet. Mein Kristall ist aber trotzdem besser. Das glaube ich nicht. Ich habe Hunger. Oh, Pizza. Super. Hey, Finger weg, die gehört mir. Wenn du nicht loslässt, friere ich deinen Schmuck ein. Was hast du angerichtet? Das war meine Lieblingskette. Oh nein, meine Ohrringe sind auch mit Eis bedeckt. Ich hab dich gewarnt. Das werde ich so nicht lassen. Oh, gut, dass ich eine große Cola habe. Emma, du brennst ja. Was machst du? Du hast meine Frisur ruiniert. Sorry, aber ich hatte keine Wahl. Danke, du hast mich gerettet. Na, endlich kann ich mich entspannen. Hier fehlt doch etwas. Genau, ein bisschen Eis. Ein Eisbad ist genau das Richtige, um Energie zu gewinnen. Das wird ja heiß hier. Was ist los? Bella, du schon wieder. Hello. Sorry, ich brauche unbedingt heißes Wasser, um mir Nudeln zu kochen. Warte. Wie eklig in Nudeln zu baden. Ich finde, das sieht appetitlich aus. Hier fehlt noch ein bisschen Soße. Mehr Ketchup. Du hättest nicht unbedingt auf meinen Kopf zielen müssen. Ihr müsst zugeben, wir sind hier die Besten. Das werden wir in einem fairen Kampf erfahren. Challenge accepted. Seid ihr bereit? Zack, fang die Cola. Ihr schafft es sicher nicht, uns abzuhängen. Emma, gib Gas. Ist schon gut, wir schaffen das. Von wegen, unsere Mauer ist fast fertig. Ja, hier fehlen nur noch ein paar Dosen. Bella, fang die letzte. Oh nein, ihre Wand ist höher. Das muss ich ändern.
Das ist nicht fair. Hier. Eure Cola verwandelt sich in Eis. Na also. Andy, hier hast du einen Handschuh. Damit werden wir uns sicher nicht verbrennen. Bella, die haben uns ausgetrickst. Ist okay, das schaffen wir auch mit baren Händen. Oh. Ich krieg meine Hand nicht mehr ab. Was machst du, Zack? Verzeihung, er ist nun mal so tollpatschig. Das war's. Ist hier jemand? Wow. Ich hab Angst. Yeah. Neue Turnschuhe. Ich hätte keine Angst haben sollen. Mir stehen solche nicht. Ich bin mir sicher, mein Schuh ist echt und deiner ist fake. Genau, Glück gehabt. Was soll daran schon so toll sein? Ein essbarer Schuh ist doch viel cooler. Oh. So viel Creme, super. Da ist ja eine ganze Torte drin. Genau, und die schmeckt himmlisch. Finger weg. Oh ja, da ist noch etwas Creme übrig geblieben. Zeit, dass ich damit fertig werde. Hey, was ist das? Eine Socke. Igitt. Guten Appetit, Betty. Ich will nicht mehr. Schau hierher. Das sind die coolsten Sneakers überhaupt. Ich schmeiß meine alten nur schnell weg. Und jetzt anprobieren. Oh nein, ich falle. Ist okay, mir geht's gut. Mein Bein. Ich glaube, ich hab's gebrochen. Du bist so sensibel. Wow, ein rosa Kamm. Was soll daran bitte schön toll sein? Yeah. Na, weil ich ihn jetzt vernaschen kann. Ja, ich hatte recht. Das ist nicht fair. Ich will den süßen Kamm haben. Wow, du hast ein neues Image. Lange Haare, wo kommen die denn jetzt her? Dieser Kamm macht mich noch verrückt. Oh, was für Locken. Wow. Oh, ja. Mir könnten solche auch stehen. Bitte, bitte, gib mal her. Okay. Ja, gut, bitte sehr. Und ich nehme mir so lange das Törtchen. Na, wie sehe ich aus? Oh nein, er ist stecken geblieben. Komm, ich helfe dir. Es hat geklappt. Oh nein, ich habe eine Glatze. Aber du wolltest doch selber ein neues Image haben. Lass uns schauen, was wir diesmal bekommen haben. Das sind Nachos. Aber welche davon sind die echten? Yeah, ich hab den Kuchen. Ja und? Ich bin auch mit meinen Nachos zufrieden. Yeah, so viele davon. Voll cool. Es regnet Nachos. Lass es dir schmecken. Und ich nehme mir so lange was von deinem Kuchen. Gib ihn sofort wieder her. Na, warte. Was war das? Ein genauer Treffer. Weiter geht's. Oh nein, ich stecke in der Falle.
Aha, du wirst mir meine Torte wiedergeben müssen. Gib mir doch wenigstens ein Stückchen. Zu spät. Ich habe alles aufgegessen. Schönen Tag dann noch. Ein Burger. Voll cool. Einverstanden. Da haben wir beide Glück gehabt. Gut, dass ich noch Käsesoße mit habe. Muss sich ja gut schmecken. Lecker Schmecker. Betty, das ist der Wahnsinn. Das war ein guter Imbiss. Oh yeah. Nicht zu schnell, ich hab noch was für dich. 3, 2, 1. Voila. Wo ist mein süßer Burger hin? Oh. Du magst wohl keine Zaubertricks. Zu schade, ich stehl total drauf. Jetzt gehört auch dein Burger mir. Wie konntest du nur? Das wirst du mir noch büßen. Betty, bitte nicht. Ich tue es nie wieder. Gut, dass du das eingesehen hast. Na endlich, mein Süßer. Komm her. Oh, mit Schokokuchen. Wie toll. Und was ist drin? Lass mal schauen. Wow, das ist ein iPhone. Genau. Oh. Hä? Was ist das? Ein Wecker. Ich hasse Wecker. Das kann nur eines bedeuten, dein iPhone ist echt. Und meins ist die Kuchenkopie. Oh. Das ist nicht fair. Find dich damit ab. Und schau mir beim Essen zu. Oh nein, in meinem Kopf klingelt was. Du hast wohl den Wecker verschlungen. Danke, dass du ihn ausgeschalten hast. Es kann weitergehen. Aua, das tat weh. Wieso hast du den Angry Birds Knopf gegessen? What? Weil ich alles probieren wollte. Oh mein Gott, ein Geist! Was für eine leckere Torte. Gib mir noch ein Stückchen. Wer hätte gedacht, dass Ted sein Kissen isst? Gib her! Das ist meine Torte, Finger weg! Ich brauche dringend einen Wecker. Mein Kopf explodiert gleich. Sorry, aber ich musste dich aufwecken. Wow, es gibt Pizza. Ich frag mich, was der Belag ist. Das riecht nach Schokolade. Riecht super. Und was hast du? Ich habe eine Kaugummi-Pizza. Ich bin mir sicher, die schmeckt besser als die Schokoladenpizza. Riecht übrigens klasse. So richtig süß. Ich liebe Kaugummi. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Ich bin verrückt nach dem Geschmack. Ja, das habe ich mir schon so gedacht. Du hast doch keine Ahnung von gutem Essen, Jess. Von der Pizza kann man sich ja gar nicht losreißen. Ich kann alles auf einmal aufessen. Wie toll, das ist der beste Kaugummi, den ich je probiert habe. Und jetzt mache ich eine Kaugummiblase. Wow! Oh, großartig, macht Spaß. Ich habe doch gesagt, ich weiß, wie man mit Essen umgeht. Übrigens, dieses Stück Pizza kann ich einfach aufrollen. Passt perfekt in den Mund. Hier ist noch ein bisschen was übrig. Ich will die letzten Momente genießen. An diese Pizza werde ich mich immer erinnern. Ich
glaube, das war's schon. Verdammt, wieso ging das so schnell? Alle guten Dinge haben irgendwann ein Ende. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich bin mir sicher, die Schokopizza ist was ganz Besonderes. Lecker. Die würde ich auch gerne probieren. Wenn ich mir ein Stückchen nehme, wird Jess nichts bemerken. Ich bin mir sicher, die Pizza schmeckt sogar besser als die Kaugummi-Pizza. Hey, wo ist mein Essen hin? Monika, gib mir sofort die Pizza zurück. Aber ich wollte doch nur ein kleines Stückchen. Und ich kann dir den Rest meines Kaugummis geben. Nee, so ein Tausch ist nichts für mich. Der Kaugummi war bereits in deinem Mund. Wer hätte gedacht, dass du so zimperlich bist? Hör auf, mich abzulenken. Ich will noch meine Pizzastücke essen. Wenn du mir was abgibst, sind wir schneller fertig. Ich glaube, ich habe einen kleinen Plan. Ich werde die Pizza noch bekommen. Ich bin mir sicher, sowas erwartest du nicht. Was ist denn hier los? Wieso fliege ich hoch? Guten Flug, Jess. Ich habe Höhenangst. Hol mich bitte wieder zurück. Ich muss mich beeilen und die Pizza essen, bevor sie zurückkommt. Toll. Die ist ja köstlich. Ich glaube, ich mag Schokolade genauso sehr wie Kaugummi. Zergeht nur so auf der Zunge. Ich bin bereits im Weltall. Was kommt als nächstes? Oh je, das sind Aliens. Hilfe, ich komm zurück. Die Pizza war fantastisch. Ich bin satt geworden. Oh, Jess kommt zurück. Du hast recht, Monika, ich bin es. Wo ist meine Pizza hin? Hast du sie aufgegessen? Natürlich nicht. Ein riesiger Schokokeks, was für ein Glück. Riesiger Kaugummi, großartig. Wollte ich schon immer mal probieren. Der Tradition nach fange ich an. Oh Mann, ich kann mein Glück ja gar nicht fassen. Dieser Keks ist so hübsch. Ich will ihn gar nicht ruinieren. Aber der Drang, was Leckeres zu essen, überwiegt. So lecker. Und da ist auch noch eine milchige Füllung drin. Was für eine schöne Überraschung. Gut, dass wir in dieser Challenge gelandet sind. Ah, hier ist nur noch ein kleines Stückchen übrig. Mann, bin ich satt. Aber ich bereue nichts. Du bist ganz schön fett, Monika. Wirklich? Leg dich hin, das musst du erstmal verdauen. Ich bin fett. Was soll ich jetzt machen? Oh, ich habe eine Idee. Das wird dich wieder fit machen. Mann, das ist ja voll schwer. Oh, ich kann das nicht kaum heben. Hier, bitte sehr, Monika. Bist du dir sicher, dass mir das helfen wird? Ich bin es nicht gewohnt, schwere Dinge zu tragen. Oh nein! Die scheint ja wirklich nicht besonders sportlich zu sein. Bankdrücken schaffe ich doch noch. Schau mal, ich hab's geschafft. Ach, das Ding ist mega leicht. Gefällt dir meine Figur? Gute Arbeit. Du kannst stolz auf dich sein. Jetzt bist du aber dran. Diese Aufgabe kann ich definitiv bewältigen. Mann, ist das lecker. Ich liebe diesen Kaugummi. Siehst du, ich habe bereits die Hälfte gegessen. Gutes Tempo. Das war's. Das war mega lecker. Du hast noch den zweiten Teil vergessen. Ups, sorry, ich wollte erst mal eine Blase machen. Jetzt hast du Kaugummi im Gesicht. Nicht mehr. Schade, dass ich den Rest wegwerfen muss. Was zum Teufel ist das denn? Jemand hat meinen Kaugummi gestohlen. Monika, die Spuren führen direkt zu dir. Wieso musst du ständig mein Essen klauen? Ich werde dich fesseln müssen. Unsere Challenge läuft großartig. Ich genieße den Moment. So, willst du auch was vom Kaugummi? Kriegst du aber nicht. Aber du kannst mir glauben, der schmeckt super. Jess, mach nicht so große Kaugummiblasen. Oh, du steckst mitten in der Blase.
Lass mich raus, bitte. Oh Mann, jetzt bin ich auch noch voller Kaugummi. Aber das ist nicht das Schlimmste. Jess, wie geht es dir denn? Monika, hier gibt's nichts zum Lachen. Du siehst lustig aus. Wow, ein riesiger Eimer Nutella. Ich bin zufrieden. Mal sehen, was ich habe. Das ist eine Menge Kaugummi. Ein echtes Geschenk. Ich kann es kaum erwarten, die zu probieren. Schau mal, Monika. Ich könnte meinen Kopf darin ertrinken. Ich bin nicht besonders beeindruckt. Nutella, so schokoladig, großartig. Darin würde ich gerne baden. Das sieht verlockend aus. Oh Mann, ich habe keinen Löffel. Dann werde ich wohl mit den Händen essen müssen. Das schmeckt sogar besser so. Ich liebe es, Nutella von den Fingern zu lecken. Das ist doch total unhygienisch. Igitt. Du bist doch bloß neidisch auf mich. Sag es einfach. Hey, was soll das? Sorry, ich konnte nicht anders. Ich wollte auch was von der Nutella. Monika, wieso hast du das getan? Jetzt ist mein ganzes Gesicht voller Schokolade. Noch nicht? Jetzt aber. Ich hoffe, das ist genug, um dich fernzuhalten. Hast du mir ein Schnurrbart aufgemalt? Okay, ich könnte einfach spielen, als wäre ich ein Kätzchen. Gute Idee, ich stehe dir nicht im Weg. Übrigens, ich habe mir überlegt, was ich statt einem Löffel benutzen kann. Dieses Stäbchen ist auch schön praktisch. Was hast du vor? Wo willst du hin? Ich brauche dringend eine Gefriertruhe. Daraus mache ich mir nämlich Schokoeis. Das wird eine Weile dauern. Aber die Zeit ist es wert. Oh, die Zeit vergeht ja voll schnell. Okay, jetzt kann ich es wieder rausnehmen. Das sieht schön nach Eis aus. Zeig mal, was du da hast. Du musst etwas geduldiger sein. Schau, es hat bereits geklappt. Das ist mein Schokoeis am Stiel. Sieht doch wie ein Meisterwerk aus. Und dieser Geschmack. Was für ein cooler Plan. Ich bin selber absolut begeistert. Ich will auch mal lecken. Voll lecker. Hey, was erlaubst du dir, Jess? Das ist mein Eis. Keine große Sache. Was ist schon dabei? Ich kann mich gar nicht losreißen. Schade, dass ich nur noch so wenig übrig habe. Den Stiel brauche ich nicht mehr. Hey, hör auf, Müll zu verstreuen. Wenn du fertig bist, dann komme ich jetzt dran. Los geht's. Das wird sicher köstlich. Mal sehen, wie viel Kaugummi ich schaffe. Denk daran, du kannst immer um Hilfe bitten. Ich bin für dich da. Ich bin mir sicher, ich schaffe das auch selber. Das Wichtigste ist, nichts zu überstürzen und einfach den Moment genießen. Oh, das gefällt mir total. Diese Kaugummis sind mega toll. Aber mein Kiefer ist ein bisschen müde. Hey, du hast mich voll gemüllt. Sorry, das habe ich ja gar nicht gesehen. Lass mich mal aufräumen. Eine Sekunde. Ich werde es mit dem Föhn abblasen. Oh, was für ein nettes Gefühl. Mein Haar flattert so schön im Wind. Siehst du, ich habe doch gesagt, kein Problem. Ich könnte doch den Föhn benutzen, um mir einen riesigen Kaugummi daraus zu machen. Interessanter Plan, ein Versuch ist es wert. Ich hab's geschafft, Monika. Fantastisch. Schau mal, mein Kaugummi ist flüssig. Und wie wirst du ihn essen? Ich hab mir was überlegt. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich steck mir den Trichter in den Mund und du schüttest den Kaugummi da rein, okay? Monika, es klappt. Mach weiter so. Wir haben keinen Kaugummi mehr. Ich fühle mich irgendwie komisch. Als ob dich jemand aufblasen würde. Aha. Schau mal, eine Kaugummiblase. Jess, jetzt sind wir voller Kaugummi. Ich glaube, daran muss gezogen werden. M&M's, voll cool. Die muss man nicht anschauen, sondern essen. Da hast du recht.
Wir sollten keine Zeit verlieren. Na, zweite Packung? Oh, ein paar Bonbons sind daneben gegangen. Monika, ich sehe schon, du hast Spaß dran. Klar doch. Schau mal, was da drin war. Die Dinger machen mich total verrückt. Wow, du hast dich voll verändert. Ich habe schon immer gewusst, dass in mir ein Superheld lebt. Cool, nicht wahr? Ich bin begeistert. Ich will auch Superheld werden. Ich brauche ein Zauberbonbon. Aha. Und wo bleibt der Effekt? Yeah, jetzt bin ich Hulk. Na los, ihr Süßigkeiten. Es klappt nicht. Das macht mich sauer. Das ist nicht fair. Wow, wieder meine Lieblingschips. Ich muss sie dringend probieren. Riechen die appetitlich? Die sehen perfekt aus. So viele davon. Ich fange mit der Mitte an. Und jetzt von der Ecke hier. Sag, wegen dir müssen wir jetzt hier aufräumen. Das war's aber wert. Menno, bereits alle. Aber einen Spaß kann ich mir noch gönnen. Jetzt bin ich an der Reihe. Kommt her, meine Lieben. Wo sind die Chips? Und wenn ich feste schüttle? Na los, zeig uns, was du drauf hast. Rohe Kartoffeln essen? Boah, wie eklig. Ich warte auf was Neues. Wow. Nutella, wie lecker. Damit bin ich einverstanden. Lass mich das essen. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. So einfach ist das nicht. Aber okay, ich habe eine Geheimwaffe. Das ist ja ein Eislöffel. Gute Idee. Pass doch auf. Sorry. Ich hab's ein bisschen übertrieben, aber das ist noch gut, das kann ich noch essen. Oh, ein Toaster. Und frisches Brot. Das kommt direkt hier rein. Einfach alles gleichzeitig. Das kann nicht gut enden. Ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Oh nein, der Toaster ist verrückt geworden. Er ballert uns ab. Ich werde mich wehren. Yeah, es hat geklappt. Jetzt können wir uns die Nutella-Brote gönnen. Die sind einfach herrlich. Ein roter Knopf? Was soll der bedeuten? Komm, wir drücken drauf. Oh, ich sehe was. Cool. Mal schauen, was da drin ist. Mein Eimer kommt einfach nicht runter. Da ist was stecken geblieben. Monika, mein Beileid. Ich esse so lange. So schokoladig. Und so knusprig. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Es muss klappen, ich bin mir sicher. So lange bereite ich mir noch was Schönes vor.
in Schokosoße. Klasse. Ich will auch Schokosoße. Na los, mach, dass du runterkommst. Ich kann nicht mehr länger zuschauen. Ich glaube, ich weiß, wie ich aus der Situation komme. Pass auf. Na, endlich kann ich auch die Dinger genießen. Du hattest recht, die sind mega lecker. Oh, das ist Gelee. Ich liebe es. Ich auch. Schau, wie lustig das wabbelt. Daraus mache ich mir was Schönes. Aber dafür werde ich Strohhalme, ganz viele Strohhalme gebrauchen. Die stecke ich kurz ins Gelee und nimm sie wieder raus. Schau, Monika, jetzt habe ich Gelee-Nudeln. Ich frage mich, wie die schmecken. Sieht voll cool aus. Ich esse das Ding einfach so. Was für ein riesiges Stück. So groß, das passt kaum in meinen Mund. Wobei, ich kann das schon schaffen. Monika, du hast dich selber in Gelee verwandelt. Ups, jetzt wabbel ich ein bisschen. Was für große Torten. Wie sollen wir die aufschneiden? Wie wär's mit der Säge hier? Los geht's. Oh, wie blutrünstig. Ach, komm schon, macht doch Spaß. Super. Jetzt kann ich was probieren. Ich glaube meinen Augen nicht. Du hast alles aufgegessen? Die Torte war so lecker, ich konnte gar nicht genug davon bekommen. Dann will ich meine auch probieren. Los geht's. Die Creme ist so sanft. Was? Jetzt ist nur noch die Erdbeere geblieben. Ja. Oh. Ich sehe, du hast einen guten Appetit. Eier. So lala. Einverstanden. Sollen wir es doch probieren? Die Farben sind zwar schön, aber schmecken tut das eklig. Ich will gar nicht zuschauen. Aber wir müssen die essen. Oh, das war ein Schokoei. Und da sind Bonbons drin. Lecker. Trinke ich vielleicht auch so eins? Mal sehen. Das war ein echtes. Und die hier waren auch echt. Die hier vielleicht? Boah, nee. Das hier? Oh, das ist meine Chance. Oh nein, bloß nicht das. Es war roh. Wie eklig. Tja, Pech gehabt.